So, meine lieben Inder, willkommen zu Streamcuts Nummer 6. Es geht weiter auf dem neuen Server. Meine Stimme ist vielleicht ein bisschen angeschlagen, und zwar wegen dem Stream gestern. Denn, und das seht ihr ja jetzt gleich, wir haben ein Event gehabt, was mal was Besonderes war. Und zwar ein kleines Turnier, in dem es darum ging, mit einer Longneck und Trank Darts einen Gegner auszunocken und dem dann Handschellen anzulegen. Wer Handschellen anhatte, hat verloren. Wieso wir die Handschellen reingebracht haben, war eigentlich ganz einfach. Es gab teilweise Matches, wo beide gleichzeitig umgekippt sind oder nahezu gleichzeitig, und so konnte man dann relativ einfach entscheiden, wie der Hase halt läuft. Denn, naja, das geht halt nur auf einer Seite, aber austauschen geht natürlich mit mehr. Naja gut, ich werde euch jetzt die Vorrunden ersparen und direkt im Halbfinale einsteigen. Ich kann nur so viel sagen, ich bin früh rausgeflogen, und zwar nämlich direkt gegen einen von den Dudes, die dann im Halbfinale gelandet sind, und zwar The Mad Fabi. Außerdem noch mit im Halbfinale Samuel von The Terminator. Sivir, also Alex, von Immortal. Und The Natures von Ghost Like Failing. Damit wir nicht alle failen. Das war auch schön. Naja gut, dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit der ganzen Sache. Schön du. Naja, eigentlich nicht, weil das geht jetzt erst los. Egal. Der nächste ist Fabi gegen The Natures. Oh nee. Komm, du machst es fertig. Ja, natürlich kannst du das gewinnen. Das wird hart, der hat zwar schon mich rausgekillt und Lorenz, aber den kriegst du, komm. Ja, dann würde ich fast mal sagen, auf der rechten Seite Sivir bzw. Alex von Immortal. Und auf der linken Seite Samuel von The Terminator. Damit bei den letzten von ihrem Tribe. Und damit würde ich auch mal sagen, geht die Runde los in 3, 2, 1, jetzt! Match! Im Ghost, wir brauchen übrigens noch ein kleines Finale. Ja, wir brauchen hier das Finale. Ja, und genau, wir machen Finale und es gibt noch ein Spiel um den dritten. Wir haben da jetzt, wir haben schon. Ist alles schon eingeplant, okay, das Match ist ja, sehr fokussiert auf einen Spot. Los geht's. Beide spielen sehr, sehr aggressiv, wundert mich ehrlich gesagt. Ich wäre ja ein bisschen vorsichtiger, wenn ich keinen Helm an hätte, aber man weiß ja, Spitze kann man besser verkraften, wenn man einen Holzkopf hat. Also insofern ist das hier vielleicht die Taktik. Also wenn ich jetzt mal auf die Haarfarbe gucke, dann ist, denke ich mal, der Holzkopf definitiv auf der Seite von Alex. Gucken wir mal, wie sieht das dann aus? Da sitzt der erste Hit irgendwo an der Waffe. Und da hat er im Eiskalt den Header reingedrückt. Und damit ist Alex von The Immortal im Finale. Und Props Samuel im Halbfinale. User left your channel. Genau. Damit würde ich mal sagen, hat Samuel natürlich noch die Möglichkeit, Dritter zu werden. Und so, jetzt Spiel heißt Fabi gegen The Natures. Halt. Ja, könnt los. Warte, erstmal hier die Leute raus. Also hier. Genau, irgendjemand muss gerade mal die Leute rausparken. So, clear bitte das Inventar. Das Inventar clear. Ah, ja. Er ist hier, das ist der Fabi. Fabi, kommst du mit auf die andere Seite? So, remove und Samuel. Ah, hier ist Zinetrix. Ah, Zinetrix, du musst mal was sagen, wo du stehst. So, sehr gut. Beide Items sind jeweils entfernt. Nein, Zinetrix, bleib da stehen, verdammt. Ich gebe ihm schon was. Mann! So, haben beide ihre Sachen? Was wird... Okay, Samuel muss noch hoch. Alex auch. Porte mal Alex gleich in den Raum. Achso, Alex ist schon hier oben. So, Fabi, gehst du mal bitte zum... okay, nice. Geh mal bitte zu dem, aus meiner Sicht, linken Spawn. Samuel muss immer noch hochgemoved werden.
Ja, das können wir ja gleich machen. So, damit steht Fabi auf der linken Seite und Sinatris auf der rechten Seite. Und dann würde ich auch fast mal sagen, kann die Runde beginnen in 3. Nein, nein, nein. Wieso denn nicht? Samuel steht immer noch unten. Ja, ist doch vollkommen egal. Die Runde beginnt in 3. Und er schlägt mich gerade. Ja, okay, das soll er lassen. Die Runde beginnt in 3. 2. Alter, er steht da mit im Weg, das ist doch doof. 1. Und jetzt. Dann kann Torchi ihn gerade hochmoven. Genau, und Torchi kann ihn in der Zwischenzeit mal hochfordern. Okay, du kriegst gleich noch was zu trinken, Fabi. Jetzt konzentrier dich erstmal auf die Runde. So, dann hat Fabi auch was zu trinken. Sinatris move gerade wieder zurück. Oh, okay. Sehr kollegialer Move, finde ich gut. Ja, beide versuchen jetzt natürlich was aus ihrer Situation zu machen. Kann Sinatris mein doch sehr frühes Ende rächen? Oder kegelt Fabi den nächsten von Ghost Like Failing raus? Ja, das ist hier die Frage. Und die Frage ist vor allem, ob die beiden... Ja, die beiden wissen doch vor allem auch überhaupt kein Stück, wo der andere ist und rennen irgendwo rum. Mensch, was machen die beiden denn? Das ist ja echt nicht mehr feierlich. Und sie laufen weiterhin im Kreis wie Katz und Miau. Maus. Oh, das sieht natürlich sehr, sehr interessant aus. Ah, jetzt kommt es vielleicht zur ersten Begegnung. Fabi hat definitiv die Advantage oder auch nicht. Warte mal, sind die gerade wirklich? Ist ernsthaft, Leute? Was zum Fick nochmal? Die sind gerade wirklich instant aneinander vorbeigelaufen. Ihr wart 2 Meter nebeneinander. Und da begegnen sie sich aber schlussendlich wirklich das erste Mal. Also geht doch. Die Scheißsonne blendet, verdammt. Fabi, gib alles raus. Ja, genau. Wir kommen aus der Stadt. Ich gebe dir gleich deine Steinzeit, ja? Bitte, bitte nicht so. Ja, ne? Komm, Sinatris. Kann Sinatris Fabi umlegen oder legt Fabi Sinatris? Und da liegt Fabi! Sinatris ist im Finale! Ja. Ich hab schon was gewonnen für uns. Als ob! Als ob! Perfekt! Als ob du ihm einfach instant den Headshot gedrückt hast! Yes! Krass, Alter! What the fuck, Alter? Bis jetzt beide Final... Alter, what the fuck? Bis jetzt beide Finaleinstiege einfach mal durch einen Headshot. Krass, ey. Okay. Wer spielt denn jetzt um den dritten Platz? Samuel gegen Fabi. Aber bevor es um das Spiel zum dritten Platz geht, gehe ich nochmal aufs Klo, weil ich schon wieder 1,5 Liter Eistee getrunken habe. Also, gleich wieder da. Und ich gehe nochmal aufs Klo. So. Tausch mal trotzdem noch dein Gear aus, Fabi. Ja, genau. Gear austauschen. Ja. Und Gear austauschen, warte. Zum Platz in 3 spielen wir auch ohne Beine. Ohne Füße und Hände. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen, ich clear gerade nochmal Fabis Inventory, ist es in Ordnung? Also die Rüstung? Warte, nein, er hat oder? Schon neues, er hat schon neues. Okay, gut. Er ist jetzt schon wieder hier. Gut, bevor also die raus? Drei, Podiumsplatzierungs-Dudes und Dudeens, jetzt, soweit sind, ne? Möchte ich nochmal erwähnen, es geht heute um Blueprints für Pikes. Also hängt euch rein, meine lieben Inder. Denn es kann sich lohnen für euren Tribe. Was soll jetzt alles ausgezogen werden? Die Schuhe? Die Hose, glaube ich, oder? Oder die Hose. Jetzt warte mal. Hose. Also was, Chris, du hattest es ja gerade auf dem Schirm. Was wollten wir jetzt den Leuten ausziehen? Hose und Helm. Gut. Ja, haben wir. Dort dann, ist ja mein Zeug auch aufgefrischt. Gleich. Hast du alles? Also jetzt erstmal Samuel und Fabi. Hierher. Und ihr könnt runter da. Sind alle anderen aus der Arena raus? Also eine Mastercraft habe ich auf Safe, wenn ich verlieren will. Habe ich die jetzt auch? Ja, ich denke mal, also los, wir werden wieder mit Gelb als Max anfangen. Also du hast eine, oder du hättest eine Dingens Safe, eine Journeyman. Auf der anderen Seite steht irgendwie noch niemand. Sehe ich das richtig? Wir geben 2 rum, okay. Wir haben Samuel gegen Fabi. Gib mir die Hose aus, bitte. Bist du rüber? Okay.
Beide haben die Hose aus. Beide haben also Samuel gegen Fabi. Es geht um eine Blueprint von einem Apprentice Pike. Warte mal, Fabi ist fast tot. Kann ich den demantieren oder soll ich ins Fleisch gehen? Warte, ich kann den gerade mal eben wieder auf 100 Health hochsetzen normalerweise. Macht dir keinen Unterschied, Bob. Ja doch, er ist fast tot, sagt er. Ach, ja, dann macht es Sinn. Hast du nun mehr Leben? Müsste er eigentlich. Er hat 88 Health. Okay, ja, das müsste reichen. Okay, dann. Dann würde ich mal sagen, geht's jetzt um den dritten Platz und damit um einen Blueprint für einen Apprentice Pike in 3, 2, 1. Überhaupt darin. Ne? Genau, Fabi gibt dein Bestes. Sagt übrigens auch Ray Morgan aus dem Dream Chat. Keine Ahnung, das war gerade so gedacht, weil es ist Zeit für ein Duell. Ne, egal. Backt euch auf jeden Fall mal ein Eis und auch Trank Darts. Spielen irgendwie ein bisschen defensiv hier. Mensch, ich hab das schon mal gesagt, das heißt Brot und Spiele, nicht Brot und Langeweile. Jetzt haut mal raus. Hey, wann zeigt den alle aus? Eventuell könnten sie sich sehen. Oder auch nicht. Sie sehen sich oder sie sehen sich auch nicht. Ruhe da oben auf den billigen Plätzen. Was? Da wird fleißig gemoved, aber irgendwie wird sich fleißig übersehen. Das ist natürlich weniger gut. Als ob die, Alter. Wie die sich gerade übersehen. Ah, ne, jetzt. Es geht los. Haben sie sich gefunden? Und wer setzt den ersten? Okay, gut. Ja, damit hat. Oh, oh, oh. Damit hat Samuel von The Terminator. Einen Blueprint für einen Apprentice Pike für deinen Tribe geholt und ich würde sagen, wir kommen einfach später bei euch vor der Base vorbei und geben euch den ganzen Spaß. Es gibt gleich in dem Raum. Oder, ja, genau. Jetzt warte mal gerade. Ich, bevor es für den ersten oder, nee, wenn jetzt die Plätze feststehen, dann cheat ich die Sachen. Ich möchte die halt in ordentlichen Abständen cheaten. Nicht, dass das Apprentice, was wir rausgeben, genauso gut ist wie das Journeyman oder so. Oder das Journeyman genauso gut wie das Mastercraft. Ja. Wer hat jetzt gewonnen? Samuel von The Terminator hat gewonnen. Und damit clear ich auch eben nochmal. Damit clear ich auch nochmal bei beiden das Inventar. Samuel. Hallo, könnt ihr mal bitte wirklich Samuel auswählen? Danke. Remove und The Mad Fabi. Auch nochmal remove. Dieses G-Menü ist so nett. Läuft nicht so, Herr Fabi sagt Upgrader. Er hat immerhin mich rausgehauen, ja? Also, läuft nicht so bei uns. Naja, gut. Doch, läuft eigentlich schon bei uns. Das ist nämlich das Ding. Denn es geht um den ersten Platz. Ins Finale. Zwischen Alex von The Immortal. Alex. Oder einfach nur Immortal eigentlich, aber das ist ja vollkommen egal. Und Zenatris von Ghost Like Failing. Seid ihr denn irgendwie in irgendeiner Art und Weise bereit oder irgend sowas? Oder sind wir eher ich gehe rüber. Ja, okay. Und damit ist Zenatris in der rechten Ecke. Alex in der linken Ecke. Beide haben eine Frau, beide haben eine Frau, die sehr, sehr klein ist. Also beide haben eine putzige Hitbox. Sind jetzt endlich mal beide an ihrem Spot. Gut, sieht sehr, sehr schön aus. Sind aber alle beide bereit? No. Dann geht's um den ersten Platz in 3, 2, 1, los! Ihr Ficker. Match! Los, ihr Finder, Inder. Was? Aggressive Spielweise oder auch nicht. Ja, beide versuchen natürlich was und beide scheitern dabei kläglich, weil beide das Gleiche versuchen. Mensch, Leute! Und das ist natürlich weniger optimal. Genau, versucht's nochmal in die andere Richtung und vielleicht folgt ja der ein oder andere Chris Rat. Und da könnte auch gleich schon die erste Konfrontation. Nee, doch nicht. Na gut, dann halt eben nicht. Ja, beide laufen wieder ihre Bahnen. Es gibt hier übrigens kein Kilometergeld. Ich wiederhole, es gibt kein Kilometergeld. Hier ist jemand in der Arena. Hier ist ein Typ. Ja, ist hier Samuel? Rausporten.
Keine Ahnung. Samuel, glaube ich. Samuel, bist du das? Und da gab es gerade tatsächlich die erste Begegnung. Da hinten in der Arena steht Samuel, ja. Ja, Samuel, bitte noch hoch. Ist da noch eine Begegnung? Samuel ist vielleicht, Dritter, vielleicht oder? Auch nicht. Samuel ist Dritter, Samuel ja, ist das Dritter. Ist richtig. Oh. Hier, warte. Und er übersieht ihn. Ja. Frubble ist auch noch hier unten. Oha. Achso, Frubble ist noch. Nein, ich weiß nicht. Nee, aber Frubble war ja der Mensch, der mit Items hergekommen ist, weil er es verkackt hat. Ja, natürlich moven die beiden jetzt nach da unten, wo ich gerade überhaupt nichts sehen kann. Das ist natürlich weniger cool. Ich habe nebenbei auch noch so ein lila. Das ist dran. Für dich. Kannst du zu Hause aufbauen. Oh, sie moven wieder auseinander. Ja, hier wird sich natürlich ja, nichts geschenkt. Es ist ja auch immer das Finale. Genau. Hier ist halt echt ach noch so, einer. Ja. Fabi ist wieder hier unten. Oh. Ja, Alex Fabi ist die ganze Zeit dicht hinterher. Ja, wer setzt den ersten Fabi. Hit? Das wird tatsächlich gerade hier entscheiden. Er hat schon getroffen. Wird's wieder Fabi, Brust. Oha, wird's wieder ja, ein Headshot? Dann ein Headshot würde das Ganze entscheiden. Gerade bei dieser Heckglitscherei hier würde jetzt ein Headshot natürlich alles entscheiden. Ja gut, oder auch ein Schuss in die Beine, weil, keine Ahnung, wir toll sind. Verdammt! Voll daneben. Tja, da geht es um den ersten Platz und es geht natürlich auch darum, jetzt den Luckshot des Jahrtausends zu landen. Oder was, vielleicht auch nicht den Luckshot des Jahrtausends, sondern den Skillshot des Jahrtausends. Vielleicht sogar so ein 360 No-Scope, aber nein, beide übersehen sich vollkommen. Na gut, dann halt nicht. Ja, ne, da würde ich mal sagen, können das wieder aufeinander losgehen und es geht tatsächlich wieder zum gleichen blöden Pfosten. Mensch. Mensch. Die schießen immer noch aneinander vorbei. Ich möchte mir die ganze Zeit irgendwas zu trinken cheaten, aber ich komme einfach nicht dazu, weil dieses Match viel zu krass raushaut. Und damit! Hab ihn getroffen. Ja! Ist denn der Triss? Ja. Gewinner dieses Events! Ich habe keine Handschellen, ich nehme seine. Ja, leider keine Handschellen, zählt nicht. Ich hab ihm seine geklaut. Oh, ja. Das ist ja auch eigentlich. GG. Also, damit hat Sin Atris einfach mal nicht mehr den Ruf von unserem Tribe gerettet, sondern das Ding nach Hause geholt. Props gehen an Sin Atris. Sehr, sehr geiler Dorsch. Ja, genau, es war T-Bang. Du hörst so. Ja, gut, da würde ich tatsächlich mal sagen, ich war eigentlich ganz Spaß. Ich habe ihn getötet. Ja, und damit habt ihr vom Halbfinale bis zum Finale die Stream, naja, Cuts in Anführungsstrichen gesehen. Ich habe mir jetzt einmal gedacht, ich packe euch das Event hier mal wieder rein, weil da steckt relativ viel Aufwand dahinter. Ich muss den ganzen Spaß erstmal runterladen. Twitch-Dev ist Night-Dev mit Twitch-Download. Dingenszeug ist leider zumindest bei mir richtig behindert. Solange ich da gewisse Abschnitte einhalte, geht das Ganze halbwegs klar. Sobald diese Abschnitte aber länger sind, ich könnte ja theoretisch bis zu 3 Stunden runterladen, schmiert es einfach ab, weil ich denke, YOLO. Da muss ich den ganzen Spaß nochmal kodieren, damit das Ganze nicht asynchron ist. Und mittlerweile habe ich jetzt auch da den Fehler gefunden. Gut, vielleicht etwas spät. Und das mag sicherlich auch der Grund sein, wieso wir jetzt im Moment ein bisschen weniger werden. Ist jetzt auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen, aber ich habe mir so gedacht, hey, ganz ehrlich, mega rumheulen bringt auch nichts. Es gibt halt ein paar Leute, die hierher gekommen sind und was erwartet haben, was dann natürlich so nicht kam. Ja, ist Pech. Ich mache einfach weiter mein Ding. Und ich werde hier halt einfach auch machen, wo ich Bock drauf habe. Und wenn ich Bock drauf habe, irgendwas anderes anzufangen, dann habe ich halt Bock drauf, was anderes nochmal anzufangen. Wenn ich es nicht mache, habe ich halt keinen Bock drauf. Und dementsprechend seht ihr halt dann auch so die Sachen hier. Und ich glaube, dass man sich zwar vieles wünschen kann, aber das ist nie im Leben dann gut genug. Naja,
wenn der Typ, der es machen muss, da keinen Bock drauf hat. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen will. Naja, wie auch immer. Dann würde ich mal sagen, haut da rein. Wenn es euch gefallen hat, kennt ihr ja diesen ganzen Schmarrn schon. Könnt ihr, ne? Gut, dann Schuditü. Wieso sage ich eigentlich in letzter Zeit immer so eine Scheiße? Ich weiß es auch nicht. Tschüss.